Die Industriekschaft, das Quiz auf drei Rädern, wird Ihnen präsentiert von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Ja, herzlich willkommen zur Industriekschaft, dem Quiz auf drei Rädern. Ich bin unterwegs in Frastanz. Diesmal und ich habe letztes Mal schon die Melanie in der Weike und jetzt ist ihre Freundin dran. Wer bist du eigentlich? Grinka. Grinka? Wunderbar. Dann bist du jetzt dabei, oder? Ja. Hast du auch noch Bock? Ja. Dann gehen wir miteinander essen, wenn du auch noch gewinnst. Genau. Alles klar, dann gehen wir. Danke. So, jetzt sind wir da oben mit einem Gerät. Okay. Bist du bereit? Bereit. Bereit. Passt. Super. Gut. Nimm bitte Platz. Danke. So, bequem? Fein, ja. Wunderbar. Super. Also gut, legen wir los. Gut. Bist du bereit? Bereit. Motor läuft. Gut. Geht los. Vier Fragen, vier Gutscheine. Gut, danke. Fangen wir gleich an. Ja. Bregenzer Seebühne kennst du, oder? Festspiele. Ja. Die Bühne am See. Ja, wie heißt es? Ja, ist wurscht, ich stelle dir jetzt eine Frage. Drei Antwortmöglichkeiten. Ich kenne nicht ganz gut, okay. Was wird denn da die nächsten zwei Jahre wird auf der Oper gespielt? Auf der Seebühne. Ist das Madame Butterfly? Ist das der Freischütz? Oder ist das AIDA? A, B oder C? Ich denke C. AIDA. Oder, was könnte es noch sein? Und der zweite? Der Freischütz. Ja. Nimmst du den Freischütz? Ja. Ist richtig. Gut. So, dann gibt es im anderen Fernsehen gibt's ein Format 9 Plätze, 9 Schätze. Wo man Plätze in Österreich, schöne Plätze, Preise gewinnen kann. Vorarlberg startet da oben. Mhm. Mit welchem See ist Vorarlberg da höher dabei? Im Spulersee? Im Lühnersee oder mit dem Formariensee? Spulersee, Lühnersee, Formariensee. Ich denke Lühnersee. Denkst du Lühnersee? Lühnersee ist auch schon, ja, ist auch schon dabei gewesen. Aha. Und was ist höher? Spulersee, Lühnersee, Formariensee. Dann nehmen wir den. Gibt es noch eine Chance? Spulersee? Ich denke an Spulersee. Spulersee. Ja. Schauen, selber schauen. Stimmt. Gut. Ja, super. Ja, ein bisschen eine Chance geben wir schon natürlich. So, jetzt ist eine Schätzfrage. Mhm. Das, jetzt, das weiß niemand. Also, okay. Ich glaube nicht. Ich hätte es auch nicht gewusst. Was meinst du, alle Seilbahnen in Vorarlberg, wenn alle laufen, Vollgas, wie viele Leute könnt ihr pro Stunde transportieren? Oh. 120.000, 240.000 oder sogar 390.000? 240. Alle Seilbahnen, vor allem miteinander. Auch miteinander alle? Miteinander. Ja, dann ist eine große Menge, ja. Die 300. 390.000 Leute pro Stunde gehen in alle Seilbahnen, vor allem. Stimmt. Ich denke schon. Ja, stimmt. Aber, aha, okay, super. Super. Jetzt habe ich eine Frage für die Wirtschaftskammer. Weil die tut da immer das unterstützen, unsere Sendung. Was meinst du, wie viele Mitglieder hat die Wirtschaftskammer Vorarlberg? 12.000, 28.000 oder 39.000? 12, 28, 39. Ich denke 39. 12, 28, 39. Letzte Chance. 12, okay. 28, 39. 28. Was? Passt gut, bin ich froh. Gott sei Dank bin ich so gut. Du wieder da? Für 5 Jahre in Vorarlberg wohnen, dann bin ich gut. Das ist sogar perfekt, für 5 Jahre in Vorarlberg wohnen. Super, oh, super, danke vielmals. Danke dir. Also, tipptopp, 5 Jahre in Vorarlberg, alles gewiss. Gut, vielen, 40 Euro für Vorarlberg ist gut. Wow, danke vielmals. Kannst du mit der Melanie essen gehen oder mit jemand anderem? Sicher mit Melanie. Gehen wir miteinander essen. Alles Gute. So vielen, danke vielen Dank. Merci, bitte. Tschüss.
Die Industriekschau, das Quiz auf drei Rädern, wurde Ihnen präsentiert von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg.